Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich glücklich sein. Hier ist Christina, Frank und Walter von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und wir sind wieder hier in der Ausbildung zum Inspirationscoach, diesmal in Berlin. Und zwischen uns in der Klemme sitzt Frank. In der Mangel. Und er hat eine Frage dabei. Ja, es stellt sich mir zunehmend die Frage, warum ich vermehrt in Situationen komme oder die wahrnehme in meinem Umfeld. Mit Einzelpersonen, aber auch mit Pärchen, wo ich eine Disharmonie feststelle. Quasi förmlich körperlich teilweise spüren kann, dass da was im Argen ist. Und die Frage wäre dahingehend, wie geht man damit um? Warum ist das so? Die Frage zu stellen, da stimmt was nicht, dann kommt meistens, ist nichts. Ja. Aber du also meinst, es hat mich verwundert, weil ich kenne das nicht von früher. Es ist mir zumindest nicht aufgefallen. Du nimmst, sind es Pärchenprobleme oder sind es allgemeine Probleme, die du einfach wahrnimmst? In einer Partnerschaft oder bei Einzelpersonen? Sind es Partnerschaftsprobleme, denen du begegnest? Auch. Also ich kenne ja das Problem nicht. Es ist nur, da ist was. Mhm. Sieht so aus. Und du fragst dann nach? Und du fragst danach und sie sagen, nö, da ist nichts. Genau. Kennst du das irgendwoher, dass du etwas spürst, es nachfragst und der andere sagt, nee, da ist nichts? Wie fühlt sich das denn an, wenn du das sagst? Ganz ehrlich, ansprichst und der andere sagt, nee, da ist nichts. Wie fühlt sich das an? Ich habe das Gefühl, dass das nicht die Wahrheit ist. Und kennst du dieses Gefühl, dass das nicht die Wahrheit ist? Kennt jeder, oder? Das ist so die Frage. Also du kennst es anscheinend, wenn ich das jetzt höre? Sicherheit. Ja. Du kennst es. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht die Wahrheit? Ungerecht. Man hält was hinterm Berg. Ist nicht offen, ehrlich. Wie war das denn, weil Christina es gerade anspricht, wie war das denn in deiner Familie? Wurde da offen über Probleme geredet? Weil genau das erleben ganz viele Kinder und auch wirklich als Problem, dass sie in einer Familie groß werden und es wird nicht ausgesprochen von dem, was eigentlich wirklich da ist. Sei es jetzt, wenn Papa und Mama sich streiten, gehen sie lieber aus dem Raum, sodass die Kinder es nicht mitkriegen. Und wenn sie am Abendessentisch sitzen, wird gelächelt. Und das Kind fühlt sich erstmal komisch, weil es denkt, irgendwas, hier ist doch was. Da stimmt doch was nicht. Also genau wie du es gerade beschreibst. Deswegen fragen wir nach. Und das ist für ein Kind einfach wirklich sehr schwierig, weil es, wie du gerade selber gesagt hast, das ist ungerecht, weil das Kind nämlich denkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Meine Wahrnehmung stimmt nicht. Und deswegen kommt die Frage. Auf der anderen Seite ist natürlich immer, deswegen, warum stellen wir die Frage? Weil es immer darum geht, warum triggert dich das an? Weil wenn ich begegne nur solchen Menschen. Ich sag mal, die wollen es zwar wissen, ja, aber sie haben ein Problem und ja, aber es hat keine Resonanz in mir. Wenn sie sagen, passt alles, dann bin ich nicht der Missionar, der sagt so, aber jetzt, ich will es trotzdem wissen. Ich spüre, da ist was. Sag mir, was bei euch los ist. Das könnte dich ja auch ganz kalt lassen, tut's ja, aber nicht. Genau. Also das drückt irgendwas deinen Knopf und wo wir immer hingehen, wir gucken immer, was denn für ein Knopf. Ja, es geht also weniger um die anderen, sondern bei uns selber. Ja, wir wissen, was los ist. Genau, also wir bohren jetzt mal danach. Was berührt dich da, wenn jemand sagt, passt und du spürst, es stimmt nicht, ihm geht es nicht so gut? Was passiert da in dir, wenn wir mal diesem Knopf folgen? Fühle ich mich nicht ernst genommen, weil ich habe eine präzise Frage gestellt. Also entweder ich täusche mich in der Wahrnehmung oder er hält was hinterm Berg. Hat was mit Vertrauen zu tun, von seiner Seite. Okay. Sind das Leute, die du gut kennst? Sind das Leute, die dir vertrauen sollten? Ja. Ja, also Freunde. Und du meinst es auch ehrlich, sagst du ja, gell? Ja. Du willst ja auch gerne wissen. Und du spürst was und du fühlst dich dann nicht gesehen mit deinem Bedürfnis, ihnen Unterstützung zu geben. Und auch da immer wieder die Frage, wo triggert es an? Interessante Frage, weil gerade die Frage von dir, Christina, nach der Familie kam, ich glaube nicht, dass da offen kommuniziert wurde.
Was los ist, meinst du? Ich kann mich nicht an Diskussionen erinnern oder Verhaltensweisen, wo ja offen was angesprochen wurde. Mhm. Sei es positiv wie negativ. Alles im Blut, alles im grünen Bereich. Mhm. Ja. Und genau das ist, was wir gerade beschrieben haben. Was glaubst du, wie es dem kleinen Frank ging früher? Ich meine, da war der Papa und die Mama. Bist du in einem Haushalt aufgewachsen, wo beide da waren? Ja. Das heißt also, da gab es vielleicht auch mal gab es Streitereien, aber es war immer alles gut. Und ein Kind sitzt da und es spürt diese Regenwolke überm Esstisch und sagt, was ist hier los? Und dann dieser Bezug auf sich selbst. Und da sind Kinder wirklich größenwahnsinnig. Sie beziehen immer alles auf sich. Sie sagen, okay, dann stimmt hier irgendwas nicht. Ich bin vielleicht schuld an dem Ganzen hier. Was ist hier los? Ich spüre es. Und Kinder sind sehr feinfühlig. Die spüren es genau. Da kann Papa und Mama lächeln, alles gut. Aber das Problem dabei ist, dass der Rückschluss auf sich selbst kommt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, ja, dass genau da dein Knopf sitzt. Dass genau dieses, es gibt's doch nicht, hier ist doch was, dass das eben wirklich eine Vergangenheitserinnerung ist. Ja. Ich kenne das selbst auch aus meiner Familie. Und was es bei mir halt sehr geschürt hat, ist dieses Misstrauen. Und du hast ja auch gesagt, das Vertrauen. Genau. Ne? Es schürt so ein unglaubliches Misstrauen. Und das nimmt dann einen so großen Raum ein, dass das Misstrauen im Grunde bei mir zumindest allen Menschen gegenüber erstmal war. Weil dadurch, dass ich das so in meiner Familie erlebt hatte, konnte ich mich gefühlt auf nichts mehr verlassen. Nicht mal mehr auf mich selbst. Das war das allerschlimmste Thema dabei, ne? Weil dadurch, dass wir deutlich gefühlt haben, und ich glaube, du bist auch ein sehr feinfühliger Mensch, der seine ganzen Sensoren auch im Außen hatte, und du nimmst es so klar wahr und du weißt, dass es so ist, und du fragst nach und zeigst dich damit ja auch und bist auch ehrlich und gehst diesen Schritt, ne, dein Herz öffnest du, gehst deinen Schritt, willst ja auch unterstützen, und von den anderen kommt wie so eine Wand, so eine hochgefahrene Wand von, da ist nichts. Dann kommt man sich ja selbst auch so ein bisschen bescheuert vor und denkt sich ja, also dann ist ja irgendwie, also komisch jetzt, ne, irgendwie. Das Kind, das das erlebt, verliert tatsächlich so für sich selbst den Boden unter den Füßen. Es ist wie, als würde dir die eigene Wahrnehmung so ein Stück weit unter den Füßen weggezogen werden. Und wir zweifeln an allem, natürlich auch an uns und an unserer Wahrnehmung. Und die geht dann auch ein Stück weit verloren, weil wir ihr nicht mehr vertrauen. Weil wir im Grunde nicht gespiegelt werden. Wir bekommen vom Außen einfach keine adäquate Spiegelung mehr. Und ein Mensch braucht Spiegelung, um sich selbst zu erkennen, und auch, ja, ein Stück weit mit sich selbst in diesem Kontakt bleiben zu können. Das heißt, es geht irgendwie so alles weg. So die Wahrnehmung, die ist nicht mehr so, dass man sich drauf verlassen kann. Die ist vielleicht noch da, aber man hinterfragt sie ständig, man ist sich unsicher. Also bei mir war das wirklich so, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und es hat darin geendet, dass ich nicht mal mehr wusste, wenn ich was gut gemacht habe, ob das jetzt wirklich gut war. Oder eben nicht gut. Ich war so verunsichert, auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Und ich habe immer auch so gedacht, mit so einer Vorsicht, ja, denen kann ich eh nicht vertrauen. Weil die sind ja sowieso nicht ehrlich zu mir. Und ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Weil irgendwo kommt ja vielleicht dann doch wieder was um die Ecke, womit ich vielleicht nicht gerechnet habe. Also es ist so ein permanentes Angespanntsein auch da. Mhm. Und immer überall irgendwas vermuten, was jetzt vielleicht wieder um die Ecke kommen könnte. Also das nimmt richtige Ausmaße und deswegen... Was letztlich nicht da ist. Genau, was überhaupt nicht da ist. Genau. Und es ist ganz wichtig, deswegen möchte ich das auch hier wie so eine Art liebevollen Appell an Eltern weitergeben, dass wenn irgendetwas in der Familie ist, dass sie es einfach aussprechen. Weil Kinder spüren das, sie spüren das. Und das Schlimmste ist, wenn man sie da nicht mit ins Boot holt und das, was sie sowieso spüren, nicht einfach offen und ehrlich anspricht. Das wird sie sehr zum Zweifeln bringen in sich und es wird ihr Wertesystem durcheinander bringen und es wird die Möglichkeit auch, sich selbst wahrzunehmen, ins Wanken bringen. Und das ist etwas, was ich mir und was wahrscheinlich auch du dir im Erwachsenenalter wieder ganz schön hart erarbeiten musste. Und das hat gedauert, auch das Vertrauen wieder zu bekommen. Und es ist interessant, dass dir das gerade so vermehrt auch begegnet, weil es jetzt, glaube ich, dran ist, das zu heilen. Aber natürlich nicht mit den Menschen, die dir es gerade zeigen, ist klar, ne? Sondern wieder in der Ursprungsfamilie, wo es entstanden ist. Und dieses Vertrauen zu dir wieder zu gewinnen, in allererster Linie mal, darum geht es jetzt, glaube ich. Und dich dann eben auch nicht mehr so abhängig zu machen vom Außen, das wird auch kommen, ne? Also auch bei mir ist es mittlerweile so, dass ich es nach wie vor natürlich gut spüren kann, wenn irgendwas ist. Und wenn ich es dann anspreche und der andere sagt, da ist nichts, kann ich das total so stehen lassen, ne? Weil ich auch jetzt mehr weiß, die meinen das gar nicht böse.
denen ist das jetzt peinlich, die wollen dich vielleicht auch gar nicht damit belasten. Es ist ihnen vielleicht auch unangenehm, dass du sie plötzlich so siehst. Ne, du siehst genau. Es ja. Das ist für die erschreckend. Ne, so, oh Gott, er hat es gemerkt, scheiße, ja. So. Und all diese Themen, die darfst du dir natürlich jetzt erstmal in erster Linie selbst angucken und auch die Verletzungen, die dadurch im Kleinen entstanden sind. Weil, wie Walter schon sagte, wir beziehen dann alles auf uns. Und wenn wir diese Spiegelung nicht erfahren, weißt du, es gibt Eltern, die überspiegeln Kinder. Also sie sagen immer zu allem, was das Kind sagt, Mensch, ganz toll und ist alles super und bist ganz großartig und Mensch, du kannst alles schaffen und boah, hast du das toll gemacht. Das führt genauso zu einem Misstrauen in dem Kind. Weil das Kind liefert vielleicht irgendeine Zeichnung ab, die ist jetzt mal so mittelprächtig, ja? Und das Kind kriegt dann aber zurück, Mensch, es war Hammer, ich flipp aus, wie toll du das gemalt hast. Und dann kommt spätestens das Kind in den Kindergarten und vergleicht sich irgendwie, natürlich, zwangsweise, und merkt so, boah, also irgendwie, ne? Das schürt so ein Misstrauen letzten Endes. Weil das Kind merkt, boah, scheiße, Mann, meine Eltern, die waren ja gar nicht ehrlich zu mir. Das ist ja echt mehr als nur mittelmäßig, ja, was ich hier mache. Und die haben das so als super toll dargestellt. Das bringt einen ganz schlimmen Knick, auch im Selbstvertrauen. Genauso ist es aber auch, wenn ein Kind leer gespiegelt wird, also gar nicht gespiegelt wird. Wenn es gar keine Resonanz bekommt auf etwas, wenn es nicht gelobt wird, wenn es, egal was es macht, gar nicht so richtig gesehen wird. Und wenn es Dinge anbringt und es bekommt keine ehrliche Antwort. Dann ist es eben auch so, dass es wie so eine Art in den luftleeren Raum irgendwas rausgibt und es kommt nichts zurück und es weiß gar nicht, was ist denn da jetzt? Stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Hauptsache eine Antwort wäre schön und möglichst eine ehrliche. Ne? Und vielleicht auch noch ganz wichtig, du bist ja hier in der Coaching-Ausbildung und die Arbeit eines Coaches ist sehr gut, sehr empathisch zu sein, also seiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Und zwar unabhängig davon, was dein Coachy dir zurückgibt. Das heißt also, wenn wir beide arbeiten, dann spüre ich was, aber ich drücke es dir nicht auf und ich sage, da ist doch das oder da ist das, sondern ich lass dich kommen. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass du dieses Vertrauen wieder bekommst für deine Wahrnehmung, weil du ein feinfühliger Mensch bist, der mehr und mehr jetzt immer mehr dieser Intuition vertrauen darf. Weil es nicht darum geht, dass der Coach dir das zurückmeldet, dass du richtig liegst, sondern dass du eher umgekehrt ihm die Möglichkeit gibst, zu entdecken, was bei ihm los ist. Und das ist eben, deswegen ist dieser Mechanismus, dass du dir selbst nicht vertraust in deiner Wahrnehmung, genau der Knackpunkt. Deswegen begegnet dir das jetzt gerade, weil du gesagt hast, ich werde Coach. Und dein ganzes System sagt, okay, dann brauchen wir dieses Vertrauen in die Intuition zurück. Und deswegen kommt jetzt erstmal so das, was dir noch im Weg steht, gerade wo du dir selbst noch im Weg stehst, nämlich, dass du wirklich diesen Impulsen vertraust und es dann aber auch stehen lässt, ohne dass es dir jemand bestätigen muss. Und das ist letztendlich die Arbeit, die ein Coach hat. Es geht nicht darum, dass sie es dir bestätigen, sondern dass du spürst, okay, und aus dem Impuls heraus dann Fragen stellst. Und ob die Frage dann richtig ist, wenn er sagt, nee, das ist nicht so, okay. Das lasse ich stehen. Manchmal sage ich, okay, da frage ich nochmal nach. Bei dir habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich nicht. Aber ist nicht lange her, genau. Aber das ist dann eher ein anderes Mittel, nämlich der, so, um dich so ein bisschen aus deiner Komfortzone rauszulocken. Aber letztendlich geht es im Coaching darum, diesen Impulsen zu vertrauen und ihnen auch zu folgen, und zwar in Form von einer Frage. Und dann bist du eigentlich immer auf einer guten Seite. Deswegen glaube ich, das passiert gerade genau zur richtigen Zeit. Wie könntest du in Zukunft damit umgehen? Deine Impulse noch genauer wahrzunehmen und vielleicht gar nicht, also wenn der andere darüber reden will, gut, wenn nicht. Und die Leute schützen sich, wenn sie sagen, passt schon. Das typische passt schon ist ein Schutz. Und du lässt ihn einfach stehen, ohne es persönlich jetzt als Angriff zu sehen, sondern zu sagen, okay, ich spüre was, ich nehme was wahr. Aber wichtig beim Spüren ist auch, dass nicht alle Antennen nach außen gehen, sondern auch ein paar nach innen. Das heißt also, da ist nämlich die Intuition, und wenn ich nur noch wahrnehme, was andere fühlen und meine eigenen Gefühle nicht mehr wahrnehme oder mein eigenes Innenleben, das haben wir ganz viel bei Menschen, die Gewalt in der Familie hatten, die wirklich ihre ganzen Antennen nach außen senden mussten, um nicht unter die Räder zu kommen, wenn Mama betrunken nach Hause kommt oder Papa oder wenn einfach vielleicht ein sehr dominanter, gewalttätiger Vater oder Mutter da war, dann musste das Kind alles nach außen senden und schauen, okay, passt alles. Ich hatte meine Teilnehmerin, die saß da,
in der Runde und sagte, Walter, dir geht's halt nicht gut. Ich sag, ja, es könnte sogar sein, aber was hat es mit dir zu tun? Ja, weil sie fühlt sich selbst gar nicht. Sie hat alle wahrgenommen, nur sich selbst nicht. Also es geht um einen guten Ausgleich von den Antennen nach innen und nach außen, dem Vertrauen auf das, was die Antennen dir sagen, und zwar von innen und von außen. Und dann eben im Coaching nachher die richtige Frage zu stellen. Und du stellst es ja auch in deinem Privatleben, sagen, du, geht's dir nicht gut, magst du drüber reden? Und wenn er sagt, nö, passt schon, dann sagst du, okay. Aber das ist sozusagen jetzt die Aufgabe, in diesem Ding zu wachsen, weil das ist genau deswegen da, weil du ein guter Coach werden willst. Und wir haben noch was. Du hast so ein schönes Schlüsselwort gesagt vorhin. Du hast gesagt, das ist doch ungerecht. Ja. Und da darfst du unbedingt nochmal hinschauen. Weil der das gerade gesagt hat, das war gar nicht so richtig nur der Erwachsene, sondern das war auch der Kleine, der es einfach schon immer ungerecht fand. Und da ist nochmal nachzugucken, ne? Was ist denn da ungerecht? Was ist das denn, was mich da so berührt auch? Da geht's jetzt lang. Was ist denn ungerecht? Was findest du ungerecht? Oh, das würde den Rahmen sprengen heute Abend. Aber da ist was, ne? Oder? Was du viel. Denn? Und da bitte hinschauen. Weil in dem Moment, wo du das für dich aufgelöst hast, wird es frei für dich. Und darum geht es. Es geht darum, dass du frei wirst, dass du entspannter wirst auch damit, dass du mehr bei dir bist, dass du ja alles wieder nach Hause liebst, was zu dir gehört und all die Verletzungen von damals jetzt heilst. Weil das wird dich immer noch mehr zu dem Menschen machen, der du wirklich bist, der strahlt, der zuversichtlich ist, der wieder das Vertrauen hat in sich und in die Menschen. Und ich glaube, das rentiert sich und es ist möglich. Definitiv. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Weil es darf auch leicht gehen, weißt du? Es wird nicht ein schwerer, steiniger Weg. Sondern es kann durchaus ein ganz leichter sein. Weil du hast jetzt schon genau, du weißt genau, worum es geht und was jetzt anzugucken ist. Genau. Du kennst die Ursache da. Also zumindest hast du eine Idee, einen Impuls von uns jetzt bekommen, dem zu folgen. Und wenn du sagst, zu Hause war das genau so, dann geht es um den kleinen Frank und wie er das interpretiert hat. Nämlich er hat gesagt, das ist ungerecht. Und vielleicht hat er noch ein paar mehr Gedanken gehabt. Nämlich über sich selbst oder über die anderen. Und über das Leben, die Menschen. Genau. So überhaupt, ne? Und kann ich dem Leben vertrauen, kann ich den Menschen vertrauen? Und da, manchmal gibt es Menschen, denen siehst du es schon an, die wie hinter so einer Mauer hervorgucken und wie so eine Art Schutz vor sich haben. Und dieser Schutz, ich glaube, jeder hat den mehr oder weniger. Und da mal genauer zu schauen, wie weit hast du diesen Schutz aufgebaut gegenüber anderen Menschen, um eben dich zu schützen. Und der Schutz ist aber auch eine Mauer der Verbindung und der bindet. Nicht nur das, ja, die anderen schützen sich ja auch. Doppelmauer. Ja, die sagen gar nichts, ja. Die sind nicht ehrlich zu mir. Aber wenn ich mich schütze, dann schützen sich die anderen vielleicht auch. Das ist ja nur ein Spiegel, weißt du? Also begegne dir ein Stück weit im Außen auch das, was du gerade selber auch hast. Sie zeigen sich nicht. Vielleicht zeigst du dich aber auch noch nicht so mit allem, was da so in dir ist. Ja, mit Sicherheit nicht. Ja. Das wäre jetzt aber eine interessante Frage, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, sag mal, Frank, was ist denn eigentlich los? Wie oft sagst du denn, passt schon? Hätte ich früher gesagt, das geht dich nichts an, aber da sind wir jetzt schon lange drüber. Und, kommt drauf an. Aber Thema konkret. Ja. Aber hausieren gehst du? Nein. Gehst du damit nämlich auch nicht. Also das ist nämlich genau, wie Christina gerade sagt, das, was dir begegnet, ist ganz oft eben auch ein Spiegel, wo du dich entdecken kannst und ja, ich glaube, der Weg ist klar. Und dann lässt du dein Licht strahlen und das schmilzt die Mauern der anderen und das ist ganz sicher. Wenn du dich zeigst, wenn du dich verletzlich zeigst, wenn du dein Licht strahlen lässt, dann lassen langsam die anderen ihre Mauer fallen und werden dir auch vertrauen, werden dir mehr und mehr erzählen. Und dann wird die Welt ein Stückchen heller. Hallo. Vielen Dank. Danke, dass du gefragt hast. Sehr gerne. Und vielen Dank auch für euer Zuhören. Danke. Dankeschön. Gut gemacht.